Der FSV Zwickau startet in der Rückrunde durch und verkündete am letzten Spieltag die Vertragsverlängerung mit Marc-Philipp Zimmermann. Rico Schmidt kann weiter auf ihn setzen, auch beim Nachholspiel gegen Sammy Keskin und Viktoria Berlin. Viktoria mit 4 Änderungen in der Startelf. Das Team von Sammy Keskin kassierte 9 Gegentore in den letzten beiden Spielen. Eine Reaktion war gefordert. Kufur sieht nicht gut aus. Und dann Julien Damelang mit dem frühen 1:0 nach nur 4 Minuten. Der 20-Jährige im Sommer von TB gekommen mit seinem 3. Saisontor. Zwickau gewann die letzten beiden Auswärtsspiele. Fehlstart für die Westsachsen gegen Viktoria. Kufur verschätzt sich bei diesem langen Ball von Leo. Und Damelang setzt gut nach und gewinnt den Zweikampf und schließt direkt ab ins lange Eck. Hiemann erhält nach 9 Spielen wieder das Vertrauen vor Lenais und muss schon nach 245 Sekunden hinter sich greifen. Die Sky Blues mit einer furiosen Anfangsphase. Yildirim zurück nach Gelbsperre. Und dann Julien Damelang. Starker Beginn des Rechtsaußen. 10 Minuten gespielt. Nur 2 Minuten später die Karev. Laurenz Dehl lässt Könicke aussteigen. Dehl. Szene geht weiter. Hiemann mit der Rettungstat. Und dann steht Yildirim bei Ibermais Kopfball im Abseits. Das Tor zählt nicht. Gut gesehen von Assistent Max Göldner. Aber in dieser Aktion zeigt Laurenz Dehl seine ganze Klasse. Der Ex-Unioner, ausgeliehen vom Partnerclub Austria Klagenfurt, scheitert am Aluminium. Der FSV stellt das drittbeste Team der Rückrunde, tut sich offensiv aber schwer gegen Viktoria. Jan Herrmann mit der ersten Torannäherung der Gäste nach 37 Minuten. Die letzte Aktion vor der Pause, Liu. Und wieder ist es ein langer Ball, der Zwickau vor Probleme stellt. Senkbeil und Hiemann mit Abstimmungsproblemen. Und Laurenz Dehl nutzt dies eiskalt aus. 2:0 Viktoria. 3. Saisontor im 9. Spiel für den Winterneuzugang. Laurenz Dehl antizipiert den langen Ball von Damelang. Senkbeil gibt Hiemann kein Zeichen, guckt nur auf den Ball, will zurückköpfen. Hiemann will selbst klären. Wieder führt ein individueller Defensivfehler zum Gegentor. Zwickau sieht zweimal nicht gut aus, stellt bis hierhin die zweitbeste Defensive der Rückrunde mit nur 5 Gegentoren in 8 Spielen. Eine erste Halbzeit zum Vergessen aus Sicht des FSV. Rico Schmidt reagiert zur Pause, wird Vogt und Sengersdorf bringen. Steigerungspotenzial für den 2. Durchgang. Zwickau kommt verbessert aus der Pause. 49. Spielminute. Albrecht. Gegen Inala und Liu setzt er sich gut durch. Lukas Albrecht, erste gute Aktion in Halbzeit 2. Der FSV stört früh. Rico Schmidts Wechsel verändern das Spiel. Yannick Vogt in Minute 72. Viktoria lässt defensiv wenig zu und setzt immer wieder Nadelstiche. Sean Menzer und dann Laurenz Dehl völlig frei im Zentrum. So frei darfst du Dehl nicht köpfen lassen. Hiemann verhindert die Entscheidung. Zwickau rennt an, ist bemüht um den Anschlusstreffer. Viktoria hat Raum zum Kontern. Falcao. Starke Parade von Lukas Hiemann im Kasten des FSV. Viktoria setzt immer wieder auf Umschaltmomente. Sean Menzer kam von der Bank, zündet den Turbo und hat das Auge für Lukas Falcao. Starke Aktion von Menzer, Falcao vergibt den 100%er. Am Ende aber verliert Zwickau aufgrund der Fehler in Halbzeit 1 und muss sich bei Viktoria Berlin mit 2:0 geschlagen geben. Wir konnten heute, und das ist das Ärgerliche, jetzt ist so insgesamt, jetzt auch von der Spielweise, das nicht zurückgeben. Ja, das ist, wir reden ja nicht immer nur um Punkte, sondern auch von der Art und Weise. Und da hat heute irgendwo was gefehlt und das muss ich auch da so auch mit auf meine Kappe nehmen. Ich konnte so den letzten Funken heute wahrscheinlich nicht erreichen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich und traurig, dass jetzt so unsere Fans dann ohne Punkte nach Hause fahren. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Zwickau, würde ich sagen, gut analysiert, Schwächen, Stärken analysiert und versucht natürlich,
Schwächen von Zwickau auszunutzen, Konterspiel, zweite Bälle gehen, und hat uns auf jeden Fall gut gelungen, würde ich sagen. Vor allem die erste Halbzeit, so wie wir reinstarten, das ist super. Wir haben, glaube ich, relativ wenig zugelassen, waren wirklich sehr, sehr aktiv, sehr, sehr intensiv auch in der Partie drin. Und das ist so genau das, was wir erwartet haben. Ich glaube, die letzten zwei Spiele muss man den Jungs auch mal gönnen, dass die eine kleine Tiefphase hatten. Allerdings, dass es dann natürlich so, robust ausgenutzt wird von den Gegnern, das tut natürlich ein bisschen weh, aber Fakt ist halt auch, wir haben es super hingekriegt. Aber trotzdem darf man halt jetzt nicht alles sofort wieder grün malen und sagen, dass alles super ist. Nein, ich glaube, die zweite Halbzeit war dann eher in einer kleineren Passivität, die uns nicht so ganz gepasst hat. Und auch die Chancenauswertung dann mit den klaren Torchancen, die wir zum Schluss nochmal haben, die müssen dann halt sitzen. Nach nur einem Sieg aus 6 Spielen ist Viktoria zurück in der Spur. Zwickau mit kleinem Dämpfer, der die Leistungen in der Rückrunde aber nicht schmälert. Viktorias 12. Saisonsieg beendet die Mini-Krise bei den Südberlinern.